Seid gegrüßt zu einer weiteren Folge LS19 auf der Map Oberbayern mit dem Paul, dem Max und dem Krieger. Moin. Ja, ich habe hier gerade das Feld zu Ende gedüngt, teils offscreen, bevor wir gerade weiter auf Start gedrückt haben. Ein kleiner Fleck ist hier noch. Und dann werde ich mich jetzt um Feld 61 kümmern, wo das Holz drauf soll. Paul, was hast du mit dem Rasenmäher gemacht? Ich wusste ja nicht, dass er keine Kollision hat. Oh. Euch kann man auch nicht alleine lassen, ne? Oder? Diesen Hänger hier. Ja, Paul, du bist damit schon mal durchgefahren. Ich weiß, aber du bist schon mal damit durchgefahren. Ja, kannst du zurücksetzen, Max. Ich krieg nicht mehr raus im Tellerlader. Bin in die falsche Straße eingegangen. Ach, Mann, oh Mensch. Soll ich? Mit Profis. Ich weiß nicht, ne, wir haben alle Felder gedüngt jetzt, ne? Den brauch, da. Dann brauche ich den Düngestreuer nicht am Trecker lassen, ne? Ja, stell einfach den Trecker mit Düngestreuer einfach rein, trotzdem. Wo stand der Düngestreuer denn? Da neben dem Ladewagen. Neben Ladewagen. Alles klar, fahre ich ganz nach hinten durch und dann könntest du den nehmen, wenn du noch mit der Feldspritze unterwegs sein möchtest. Mit ja, den Pflanzen fand ich da, du Bösewicht. Den Grober muss ja auch wieder irgendwo rein, die Scheibenecke. Mit Striegel haben wir noch nie gearbeitet, kann das sein? Ja. Wir sind immer nur mit Unkrautvernichter unterwegs. Immer ich mag den Striegel aber auch nicht so, weil ganz du kannst dann nur in der ersten Unkrautphase da. Ja, ich muss auch sagen, es gibt da auch keine schönen Mods, ne? Mhm. Ganz, ganz wenige Mods, nur Striegel und auch nicht so schöne. Mhm. Mit viel mehr Feldspritzen, habe ich das Gefühl. Oh, das Party. Was denkst du, wie ist das denn echt? Denkst du, es gibt viel mehr Biolandwirte? Boah. Ich weiß es nicht. Ja, aktuell als, auf alle Fälle nur. Als konventionelle. Heißt schon konventionelle, oder? Mhm. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Aber die wirklich Bio auf ihren Produkten stehen haben, werden die kontrolliert. Die müssten noch kontrolliert werden, eigentlich auch, ob die sich an solche Bedingungen halten. Die werden oder? Öfter ja, kontrolliert. Ja, die werden alle kontrolliert. Egal Bio oder anderes. Ja, wenn du deine Kuh. Die haben nur halt andere Richtlinien vorgegeben. Also strengere. Ja. So, wir wollen. Na, wobei die bei konventionellen sind ja auch nicht so. Ne? Ja, sind auch schon streng teilweise. Also bei den Hühnern geht's, finde ich. Ja, es geht, aber. Ja, das kann ich nicht sagen. Kurze Frage. Hier über ja. Oberhalb von Feld 35, der Weg, der endet der da bei Feld 36? Ja. Der geht nicht durch. Okay. Das müssten wir vielleicht auch mal ändern, dass man da mal langfahren kann. Genau, durchs Feld einen Weg machen. Doch nicht durchs Feld, aber außenrum. Da. Ach, außenrum. Feld. Dann könnt doch da diesen Bogen machen da. Ach, zum Glück, okay, ich komme dir entgegen. Ich, immer der, wo bergabwärts fährt, muss an die auf die Seite. Ja. Komme ich nicht mehr vorwärts. Jetzt hänge ich am Baum. Soll ich dir den Ladewagen da lassen und willst du den voll machen oder nicht? Paul. Soll ich ihn reinstellen? Nee, lass den doch da, dann mach ich den auch einmal voll. Nee, der lädt so langsam wieder ab. Dann kannst du eine halbe Stunde wieder warten. Das ist stimmt. Ja, dann mach ich dir den Krambe und du fährst dir mal runter. Ja, du hast ja jetzt deinen Traktor, da ich die Presse genommen. Ja, aber mein Traktor muss doch auch runter, da ist ja Diesel drin. Mit der Presse hier, kann mit der Presse. Glaube ich, nicht an den T-Lader einfach. Lass den Diesel doch erstmal hier, fährt doch bestimmt nochmal eine Runde. Hm. Ich fahre mit der Presse jetzt los. Wenn irgendwas am Hof frei wäre, würde ich dir ja den Ladewagen hinterher fahren. Weil man den Axion könnte ich ja auch einfach dafür nehmen. Hä, hey, warum mit dem Ladewagen? Du kannst auch. Für den Ladewagen. Ladewagen für Ballen halt. Ballenwagen. Ja, wo ist er denn überhaupt? Da ist der noch drin. Soll ich deinen nehmen? Ja, kannst du mal machen. Okay. Ja. Oder du nimmst den kleinen Glas da, dann habe ich meinen hier für den Krambe.
Ja, ja, wollte ich ja vorhin noch. Also, ja, mach auf dem Glas, kannst du eine andere Bereifung drauf machen. Ist, glaube ich, auch schon gemacht irgendwann. Nee, das Pflegebereifung. Achso, ja, momentan ist aber Pflegebereifung. Eine, wo nichts kostet. Und musst du nehmen, weil die hatten wir, haben wir schon gehabt. Ich habe deinen mal angelassen, Paul. Jo, brauche ich eh gleich wieder. Bist schon durch mit Dreschen? Leider ab. Nein, aber leider ab. Ja, das wussten wir ja vorher nicht, dass der MF leider so langsam ab. Einfach Double Zwillingsbereifung? Hast du Gras ausgewählt? Ja, schon, oder? Habe ich Gras ausgewählt, richtig. Kriege eine, wo nichts kostet. Bereifung. Ich will nicht für eine Bereifung schon wieder Geld ausgeben. Reicht schon, wenn ich meine dicken Schlumpen habe. Wir können ja einen größeren Thresher bald kaufen. Hätte ich nichts gegen. Ja. Wir haben schon die meiste Schneidwerksbreite. Ja, Schneidwerk haben wir, können wir einfach umlackieren, dass es zum neuen Thresher passt. Richtig. Nee, das sehe ich schon mal im Pause. Aber ich hätte ja gerne was Grün-Weißes. Grün-Weiß? Mhm. Ja, ich habe schon gedacht. Oh, das fällt. Hell oder dunkel? Aber ich glaube, der ist zu dick für hier. Also kommst du nicht um die Ecken rum. Der ganz grüne, beziehungsweise den wir auch in schwarz, grau oder pink färben könnten, oder unterschiedlichen Grüntönen, den gibt es noch nicht momentan. Im Pack drinne. Ah, der ist tatsächlich grün-weiß. Ja, da bin ich auch für, richtig. Oh, wow, Paul. Ich dachte nicht, dass der so weiß ist. Ich dachte, der ist auch ja, klar, der komplett weiß eigentlich, theoretisch. Paul ist überrascht darüber, dass der... Jetzt weiß ich nicht, ob ich an den richtigen denke. Naja, überleg mal, welche Firmen grün in ihrem. Ja, in ihrem Firmen. Deutz, meinst du? Deutz? Ja, doch, ich war mir schon sicher, dass der ist. Also, ja, dann. Nur... Ich war verwundert. Hey, der Ding schaut aber überhaupt noch gar nicht erntereif aus. Ja, deswegen habe ich ja gesagt. Ist da viel runtergekommen? Ja, zweites Mal abtanken. Ach, ja, der wird, glaube ich, nochmal wachsen, hoffentlich. Aber ich weiß nicht, ob er wächst, wenn man dabei ist. Ah, ich habe noch einen Heuballen raus. Ich hätte gesagt, die stapeln wir rein. Also ich nicht, aber irgendwer anders kann es gerne machen. Also ich nicht, ich mach nein, nein, ich nicht, ich schmeiß nur alles wieder um. Hey, was na, macht ihr denn für Ballen? Stroh. Vom Denken. Brauchen wir doch keine, oder? Wir haben doch alles so viel. Ja, aber ja, Max, ihr wollt wichtig. Ja Pellets machen. Ach so. Macht mir da bloß kein Unordnung da in meinem Lager, wo ich das Stroh so... Nee, du hast ja frei das eine Stunde, ab Mittwoch. Ja, ich habe eine Stunde dran gesessen, deine Unordnung da gerade zu biegen. Meine Unordnung, die war so schön geortet. Bis... Total, ich habe das Bild noch. Doch, du den Ballen vor mir? Ui. Aber die Pflegebereifung raufgelassen. Hast du auf der Straße angesehen? Ach, macht nichts. Macht nichts. Die Stadt macht es schon wieder weg. Ja, 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 ja. Die Stadt, Ey, bei uns in der Feuerwehr, da hat der Kommandant, der zweite Kommandant gesagt, ey, ich wohne jetzt zu weit weg, ich bin zu meiner Freundin gezogen, ich höre auf. Also wir hätten dieses Jahr gewählt, der Hauptversammlung, also letztes Jahr Hauptversammlung. Mhm. Aber da Corona keine Wahl und so, da hat der erste Kommandant einfach einen neuen Kommandanten ernannt. Einen neuen zweiten Kommandanten bestimmt. Aber damit war irgendwie keiner einverstanden mit dem Kommandanten. Ja, und jetzt? Ist auch nicht so ganz regelkonform, ne? Ja. Hab ich auch gedacht. Ja, und aber jetzt? Du darfst eh nicht mitwählen. Naja, es bringt mir nichts. Ich kann nicht mitwählen. Hat Paul schon recht. Ich weiß auch nicht, was jetzt ist. Ja, wenn alle damit nicht einverstanden sind? Müssen wir schauen. Gibt's bei Max bald keine Folge? Max gibt Gas. Nee, ich hab andere. Ich geh doch Gas, Krieger. Drück drauf, Junge. 1 km/h, Junge. 2, Junge. Jetzt geht's ab. Los jetzt. Ah, da ist er wieder bei einem. Hä, hey, ich hab sogar aufgehoben, der fährt nicht schneller. Mit was fährst du denn? Oh, Dingel, da kommt aber ganz schön was runter. Der fährt Presse. Ja, da kommt ganz schön was runter. Mit welchem Fahrzeug?
Mit dem Fan. Was ist er denn? Fan, genau. Mit gibt's noch einen stärkeren MB-Truck? Max, jetzt hast du da was liegen gelassen. Hör auf, Krieger. Oh, 3, 4. Ich glaube, ich hätte einfach anlassen können, das Ding. Es hätte eh nichts geändert. Ja. Jetzt musst du halt wieder runter. Jetzt schalt aus und fahr lieber runter. Da bist du 5 Minuten. Es ist doch aus. Oh Mann. Ich hatte ja keinen Schwung. So, geht auch hier 17 Gramm H. Was hast denn du, so. Krieger, ey? Du warst langsamer als ich mit dem Drescher. Du bist schon gleich wieder voll. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier Gras ansehe, obwohl wir schon so viele Wiesen haben, auf dem Feld oder auf der Wiese wird es dann ja werden, wenn es Gras ist, 61 wollen wir Bäume ansehen. Da mähen wir dann durch die Bäume durch, so mit dem ja. Mit dem Alpin DLC, mit dem. Ja, mit dem Abby, ne? Mit dem, ja, mit dem Abby. Das ist Balkenmäher. Ja, aber mit diesem Abby-Fahrzeug. Ne, mit dem, dass du selber schieben musst. Ja, alle 4 machen wir das. Laufen dann nebenher, dann messen wir mal. Ja. Oder es gibt bestimmt noch kleine Aufsichtsmäher-Mods. Paul, komische, blöde Frage jetzt, aber kriegt man Querland-Equipment-Pack gegen ein Alpin-DLC getauscht? Nein. Wo? Krieger bräuchte noch ein Alpin-DLC. Aber du hast nur noch ein Querland. Ich denke nicht, dass man das tauschen kann. Nicht Krieger voll. Ich fährt da voll in die Frucht rein. Ja. Jetzt, kann er wieder, jetzt kannst du ja bald aufsammeln, Krieger. Wieso? Also ja, klar. Ball aufsammeln. Der kommt echt viel runter, ey. Nicht gedacht. Den wollten wir mal verkaufen, ne? Vielleicht wird das Feld. Aber nein, den verkaufen wir nicht, also, der Preis ist zu scheiße. Ja, aber wenn der Preis stimmt, meinte ich so. Also. Ja. Was? Von was denn? Was von Dinkel? Von Dinkel ist der Preis so scheiße, gerade hast du gesagt. Echt jetzt? Passt das hier? Nein, der ist bei 600, der steigt halt. Du hast gesagt. Ackerkraft ist scheiße. Ja, das habe ich schon gewusst. Aber das war das, wo er meist gegeben hat. Das hat mehr wie 600 gegeben, ganz sicher. Ich hätte noch ein bisschen gewartet. Ja, klar. Wir haben jetzt kein Geld. Wir haben kein Geld? Wir dann sollten wir es doch vielleicht verkaufen. Geldverdienungsdruck. Ich glaube mit dem... Boah! Mit der 61 hier kommen wir aber ganz gut. Weil die ist auch total schlecht immer anzusehen, ne? Ja, wenn du rechts die Bäume die so mitten im Dings hast und die Baumstümpfe hier im Weg. Und haben wir noch 2 Folgen heute, oder? 2 Folgen müssen wir hier nach noch aufnehmen, ja. Wir machen ja immer eine Aufnahmesession auf dem Sonntag. Du sollst auch den Ton aufnehmen, Lucky? Ton tue ich aufnehmen, ja. nur gewisse blöde Spiele Frage, Krieger. Was würdest du machen, den Ton nicht aufnehmen? Man muss ja immer mittlerweile fragen. Wieso seht ihr denn hier nicht... Achso, lol. Jetzt war... Ich würde mal den Rollballen liegen lassen und dann einfach bei der Scheune reinhauen und nicht zum Hof fahren. Ich warte da mal hier hinter deinem Drescher. Ich muss ja, der Speed ist jetzt mehr, oder? Kannst nee. Ball weiter aufsammeln. Er lädt noch ab. Der ist doch zu voll. Ladet ab. Oder was, Guck mal oben links, ich habe eine ganz lange Zeile. Paul, soll ich dir was mit rüberfahren? Ja, ich hätte gerade Freizeit. Ja, Freizeit? Den Case nehmen und den Krampe einmal rüberbringen. Den Case hatte ich Switch. Ja, doch, meinen, Ball, halt. Ich hab, doch, da steht der Case. Ach, da bin ich Trigger im Dach gewesen. Ja, hier kommt der Telelader an seine Grenzen. Hab ich mir schon gedacht. 6 km/h. Aber so viel senkt man da ja eigentlich auch nicht hin. Ja, ich hätte gesagt, wir kaufen Merlo. Nein, wir kaufen Kramer. Den Bot haben wir auch schon mal draufgenommen. Nee, wir stimmt, kaufen wollen wir den eigentlich noch kaufen? Nee, wir brauchen ihn jetzt noch nicht. Nee, momentan brauchen wir eigentlich wirklich nicht. Aber kaufen könnte man schon, ne? Mhm. Da steht er wieder. Eigentlich steht er nicht rum, hätte ich gesagt. Er wird nicht rumstehen. Rumstehen tut er nicht.
Also ich habe euch noch mal drei Bilder reingeschickt. Ich schaue mir noch, schau noch mal an. Von der Höhe her. Aber die Höhe ist doch egal, Mensch. Ja. Ja, es, ja, okay, so hoch wie... Aber wir hatten uns doch jetzt für den Kram mal entschieden. Ja. Wollen wir jetzt wieder die Diskussion angehen? Leute. Es gab eine sehr, sehr heiße Diskussion, welchen Telelader wir nehmen. Wir haben ja schon den Class Scorpion und die beiden anderen, den Manitou und den Messi Ferguson Original, wollten wir nicht. Ja, jetzt war es sehr schwierig, welchen wir nehmen. Problem ist, es gab auch so eine große Auswahl, ne? Jeder fand was anderes gut. Ja. Ja, Jackie hat gesagt, der Merlo ist sehr gut. Paul, ja, wenn wir den Merlo nehmen, dann steig ich mit aus. Solange er danach wieder einsteigt. In den Merlo. Kann ich hier nicht ausgucken? Ah, nee. Max, du kannst wieder herkommen. Ich kann wieder herkommen. Ja, ich habe drei verschiedene Aufgaben für dich. Funktionieren die Wände? Paul, von dem Unterstellhalle? Ja. Oh, ich höre es klimpern. Naja, du hörst immer klimpern. Ich höre nichts. Vielleicht. Dann will ich mal zum Ohrenarzt gehen. Ja. Was hast du gesagt? Genau. Also ich habe sehr gute Ohren, sagt unsere Betriebsärztin immer. Ich mach die Bahn noch gerade fertig hier, dann moderiere ich ab. Also dann bist du schon durch. Ach, schön. Ja, ich bin mit der, mit dem Feld ansehen, Gras ansehen auf dem Feld 61 durch. Oh, jetzt kommt. Du kannst ja dann hier dir den Ding holen, oder? Ich würde dann die Baumpflanzmaschine holen. Dann bräuchten wir ein paar Bäume. Ja. Ich würde dann eine Palette mit Bäumen holen. Die Frage ist, wie viele Baumpaletten braucht man da? Wie viele Bäume wollen wir pflanzen, ist die Frage. Nicht wie viele Baumpaletten brauchen, wie viele Bäume wollen wir pflanzen. Wie viel sind denn in einer Palette drin? 20. Sonst kaufen wir doch erstmal eine Palette und ich guck mal, wie lange ich für eine Bahn hoch brauche. Wir können schon Anhänger voll machen einmal. Ja. Wir brauchen da jede Menge. Das geht weg wie nix, ne? Warmes Tempo. Ja, hätte ich auch gesagt. Paul, wollen wir beide das in Angriff nehmen? Können wir machen. Wir haben hier gerade noch mit Leselage zum Abladen. Aber das sag Bescheid, wenn du da bist. Ich bin hier am Pressen nur. Ja, ich fahre jetzt gerade die letzte Bahn. Ich muss hier durch die Kante noch einmal nachsehen. Da habe ich ein bisschen gefuscht, beziehungsweise da hat der GPS nicht ganz gepasst. Ja, man kennt den. Max, Bescheid. Ja, sofort. Ich muss die Bahn noch zu Ende fahren. So, liebe Leute, das war's für heute. Schaltet morgen wieder ein, 15 Uhr, nächste Folge Oberbayern. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, ne? Würde ich mich sehr darüber freuen. Macht das gut, tschüssi. Ciao. Tschüss.